Das letzte Spiel der Saison steht an für den TSV 1860 München und das unter keinem guten Stern. Die Blauen müssen auf die Konkurrenz hoffen und stehen mächtig unter Druck. Investor Ismaik hat zwar versichert, auch den Gang in die dritte Liga zusammen mit dem Verein zu gehen, dennoch macht der Jordanier Druck über Facebook und nicht zuletzt auch durch ausbleibende Zahlungen an die Junglöwen. Er glaubt nach wie vor, dass Energien und Kräfte in der Mannschaft freigesetzt werden können. Wäre schön, wenn das beim letzten Saisonspiel gegen Heidenheim am Wochenende geschehen würde. Am Dienstag brachen die Löwen in ein kurzes Trainingslager nach Bad Wörishofen auf, von dem sie auch die Anreise nach Heidenheim antreten werden. Dort kann Trainer Pereira seine Schützlinge auf den Sonntag einstimmen und hoffentlich die benötigten Ressourcen freisetzen, um das Spiel zu gewinnen.